Phantom, Auszug aus der Psychotronik-Datenbank, gebräuchliche Bezeichnung Phantom, wissenschaftliche Bezeichnung Typhon, Anthrophantasmus. Phantoms sind keine hundertprozentigen Aliens. Sie werden von den Webern aus menschlichen Überresten erschaffen und sind dafür bekannt, dass sie zeitweise menschenähnliche neuronale Muster entwickeln. Wie im Beobachtungsprotokoll Nummer 1621-041477 angemerkt, versuchen Phantoms zwar menschliche Sprache nachzuahmen, sie scheinen sie jedoch nicht wirklich sprechen oder verstehen zu können. Aufgrund ihrer explosionsartig schnellen Bewegungen müssen Phantoms vor dem Betreten der Eindämmungszelle fixiert oder ganz entfernt werden. Scandaten, Schwäche, Glue, Immunität, EMP, scannbare Kräfte, kinetische Explosion 1 und 2. Wissenschaftsoperator, Forschung, Auszug aus der Transistor-Operator-Broschüre, Operator-Broschüre, Entschuldigung. In der Welt des wissenschaftlichen Fortschritts ist nichts wichtiger als Sorgfalt und Sicherheit. Aus diesem Grund sind alle Transistor-Labore mit einem Civil-Wissenschaftsoperator der Serie 495 ausgestattet. Der Wissenschaftsoperator, das neueste Modell aus der Reihe von Transistors Operator-Einheiten, ist durch seinen umfassenden Zugang zu Transistors Wissenschaftsdatenbank in Verbindung mit zwei überaus flexiblen Hilfsarmen der unübertroffene Laborassistent. Morgens Notizen. Fliegt in der Psychotronik herum, hilft dabei, das Psi-Potenzial wiederherzustellen. Scandaten, Schwächen, elektrisch, EMP, Explosion, Nahkampf, Immunitäten, psychisch, Nullwellen. Puh. Junge, Junge, Junge. Eieieiei. Jetzt kriege ich langsam Durst. Oh. Defekter Lüfter. Ja, toll. Ersatzteile, ja. Durchgebrannte Platine, ja. Stuhl, ja. Stuhlflug. Stuhlgang mache ich hier nicht. Mülleimer ist leer. Das ist sehr schön, ist löblich. Magnet. Das können wir jetzt auch tragen. Ich nehme das mal mit, ne? Wir gehen jetzt zurück in unser Apartment. Da stelle ich das auf. Nein, natürlich nicht. Da kommen wir bestimmt auch oben drauf. Oh, da müssen wir sogar hoch. Na, wie praktisch. Das ist gut. Ich weiß, da ist ein Zugang. Hans Kelsjob. Aha. Oh ja, wie soll man das da reparieren? Und da ist ein Recycler. Nee, da ist nur ein Herr. Oh, nee, das ist ein Fabrikator, aber. Da ist ein Recycler. Gut. Direktorbüro. Dein Bild ist kaputt. Anti-Rats, sehr schön. Ach man. Start. Scan abgeschlossen. Ja, sehr schön. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ja, sehr schön, sehr schön. Und dann nur völlig unwichtig, wenn wir hier fast schon angegriffen werden. So, eigentlich müssten wir erstmal zum Recycler da drüben. Nee, das ist er nicht. Das ist mal sehr gut. Der ist jetzt überhaupt geschafft? Nee, der hat nicht überlebt. Gut. Schrott übertragen. Die packen wir mal dahin. Die packen wir jetzt mal dahin. Haben wir irgendwelche Waffen doppelt? Nein, haben wir nicht. Das ist sehr schön. Sehr, sehr gut. Recyceln. Und aufsaugen. Sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Muskelprofile. Das war schon in einem anderen Labor. Ah, hier ist eine Wartungsschleuse. Das ist sehr schön.
Dann gehen wir da auch bald mal durch. Das wird wahrscheinlich die für den Strom sein. So, jetzt brauchen wir erstmal. Was war das denn wieder? Schrotpatronen, genau. Und davon reicht ich. Ich mache einfach mal 60 Schuss, ne? Ach, komm, einen noch. 72 Schuss. Das muss aber wirklich reichen. Für die nächsten 5 oder 10 Minuten. So. Können wir noch irgendwas herstellen? Brauchen wir sonst was? Attacks Antriebssystem haben wir auf dem Rücken. Anti-Reds. Anti-Reds. Naja, wir haben ja gerade schon 2 gefunden. Wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir davon vielleicht auch noch so 2 oder 3 herstellen. Der hört uns wahrscheinlich nur. 9mm Munition machen wir auch nochmal. Weil die Schuss sollten eigentlich erstmal reichen, oder? Ja. Ich denke mal schon. Brauchen wir sonst noch was? Glukanister oder... Ne, Glu haben wir wirklich genug. Glue haben wir genug. 9mm Schuss haben wir genug. Hier haben wir schon 2 Stacks. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. Ansonsten haben wir von allem genug. Außer von diesen Waffen-Upgrades und von Anzugreparatur-Kits. Da würde ich lieben gerne noch ein paar von haben, aber die können wir noch nicht machen. Es wurde mal gesagt, dass Neuromods auch selbst herzustellen sind. Moment. Oder meinten die vielleicht diese hier? Nee, ne? Nee. Nee. Sind normale Neuromods. Okay. Gut. Oh. Kinetische Explosion 1. Du erzeugst eine physikalische Explosion, die bis zu 50 Schaden verursacht und alles innerhalb von 5 Metern um das Zielgebiet herum wegstößt. Ja, das kennen wir schon. Mimikry 1. Du tarnst dich in die Gestalt eines Objekts in der Nähe an. Es verbraucht 2 Psi pro Sekunde. Telepathie haben wir noch nicht. Das ist okay. Gut. Hat sich erledigt. Nein, die möchte ich nicht. Nein, die auch nicht. Ja, die sieht besser aus. So, dann gehen wir mal hier rein. Ja. Ich bin eigentlich nur kurz zum Reparieren da. So. Weiß, man sieht gerade wahrscheinlich sehr wenig, aber es geht ja schon wieder an. So. Jawohl. Kleinen Moment, ich muss noch kurz husten, Entschuldigung. Ach ja, so, jetzt geht es schon wieder besser. Wow. Quartier und Büro. Boah. Das ist eine Menge. Wow. Mineral. Das Bewusstseinsfeld kennen wir schon. Haben wir auch.
Brauche ich nicht vorlesen. Das ist sehr schön. Zugriff erlauben. Oh. Oh. Ein Geheimraum. Archivaufnahmen. Erster Kontakt. Okay. Okay, so wurden die also entdeckt. Mhm. Und jetzt der Weber. Ja, ja, jetzt fummeln die zusammen. Ja, ja, stechen aufeinander ein. Ja, da fließt eine Menge. Jawohl, und der fängt jetzt an zu leuchten und zu glühen. Jetzt sieht er fast brennend aus. Und so ein Ding haben wir schon gesehen draußen um die Station. Mehrere von denen. Das sind also Weber, okay. Okay, das sind also die Weber. Okay, ja, gut zu wissen. Sonst konnten wir nichts, ne? Video aus der Datenzentrale geholt, ist bereit zur Wiedergabe, Autorisierung auf Direktorebene bestätigt. Das ist der Konferenzraum, den haben wir ja schon geöffnet. E-Mails. Von LXU an Hans Kelstrup. Wir müssen reden. Unsere hochgeschätzte Kollegin Dr. Gallagher stellt ein Problem dar. Müssen zeitnah per Looking Glass reden. Alex. Von Elizabeth Bay von eBay an Hans Kelstrup. Tokayis Verletzung. Dr. Kelstrup, Patient Tokayi besteht darauf, sich die Hand in einem Maschinenteil eingeklemmt zu haben. Die Wunde weist aber eindeutig Bissspuren auf, von menschlichen Zähnen. Jemand hat ihr die Finger abgebissen. Als ich den Sicherheitsdienst gefragt habe, ob sie die Finger gefunden haben, damit ich sie wieder annähen kann, meinten die, die Maschine hätte sie zermalmt. Was ist hier bitte los? Danke, eBay. Von Sanjay Puri an Hans Kelstrup. Resistenz gegen Telepathen. Vollständiger Bericht zum letzten Experiment mit V37 noch ausstehend. Der Typhon Psychokratis zeigte anfängliches Interesse am Testobjekt, konnte seinen Geist aber letztendlich nicht kolonisieren. Tatsächlich entwickelte er eine starke Abneigung, Experiment auf MUs Anordnung nach 5 Stunden, 1 Minute und 30 Sekunden angehalten. Oder nach 5 Tagen, 1 Stunde, 30 Minuten angehalten. Erholung für 37 angeordnet. 37 hat sich bereits in der Vergangenheit als psychisch instabil erwiesen, der Vorfall scheint ihn aber zusätzlich traumatisiert zu haben. Sowohl MU als auch AU haben eingewilligt, 37 vorerst zurückzuhalten, bis wir seine spezielle Resistenz gegenüber dem Typhon Psychokratis ergründet haben. Sanjay Puri. Oh, das ist ja echt nervig. Von Helen Barker Combs an Hans Kelstrup, an wen auch sonst, Statusbericht Tokayi und 37, Dr. Kelstrup. Auf ihre Anordnung hin wurde Dr. Tokayi ins Traumazentrum geschickt. Ihre Finger wurden nicht wiedergefunden. V37 wurde in Verwahrung genommen und steht unter Dauerbeobachtung. Der Sicherheitsdienst wird seinen psychischen Zustand regelmäßig kontrollieren. Dr. Helen Barker. Ich habe gerade überlegt, was ich mit dem mache, weil er ständig mit der Waffe hier vor unserem Auge hier rumfuchtelt. So. Typhon Mimese Teil 2. Auszug aus Labornotizen von Rory Mannion und Christine Lloyd. Oder Lloyd. Bei früheren Modellen wurde die These vertreten, dass Mimics ihre Molekularstruktur neu anordnen und so den atomaren Aufbau eines Zielobjekts replizieren. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass überhaupt keine Änderung der Gestalt stattfindet. Wenn sie ein Objekt imitieren, sind die Mimics objektiv betrachtet nicht mehr in diesem Universum anwesend. Sie tauschen den Platz mit einem Objekt in einer parallelen Realität.
behalten jedoch eine bewusste Verbindung in unser Universum bei vielleicht einer Art paradimensionaler Verschränkung? Nette Theorie. So, ja. Da wollen wir mal was eintippen. 3, 6, 1, 1. Wieso verriegeln? Was? Neuromod. Fabrikatorplan. Geil! Ja! Morgel. Alter, geil! Eine Warnung. Wenn Sie genügend Typhon-Organismen scannen, können Sie starke Neuromods installieren. Aber genau die sind der Grund für dieses Chaos. Erst einmal werden die Verteidigungsgeschütze der Station Sie als Alien-Bedrohung ansehen. Und vielleicht gibt es sogar noch schlimmere Auswirkungen. Ich möchte nicht, dass Sie sich verlieren. Och, schauen wir mal. Gut, jetzt machen wir erstmal einen auf Müllsucher hier. Und dann, wollen wir mal ausprobieren, was es denn so kostet, eine Neuromod mal herzustellen. Das wäre schon gar nicht mal so schlecht. Das ist ja so toll. Starten. Neuromod. Unendliche Lizenzen. Wie viele haben wir davon überhaupt? Mineralisch. Na, zack. Synthetisch. Hier. Organisch und exotisch. Das ist ja nicht mehr allzu viel. Organisch kriegen wir eine Menge. Okay. Oh komm, eine machen wir noch. Oh, können wir nicht mehr. Okay. Dann sind die ganz schön teuer. Aber gut, wer hätte das auch... Wer hätte sich das nicht denken können, ne? So, den... können wir auch rüberschmeißen. Den brauchen wir nicht. Duckbier trinken wir auch nicht. Das, naja, lohnt sich nicht wirklich, aber den können wir nochmal im Inventar behalten. So, so und so. Und so. So. Und so. Und so. Und so. Und so. So. Wir brauchen unbedingt eine Inventarerweiterung. Okay. So, was ist denn? Naja, viel war es ja nicht. Naja, besser als nichts. Gut. Gucken wir mal. Inventar, Neuromods. Wissenschaftler, Techniker, Sicherheit, tralala. Inventar ist hier. 4 Neuromods. Komm, machen wir. Wir brauchen Platz. Inventar. Jawohl. Sehr schön. Das ist doch schon mal prima. So. Jetzt machen wir hier noch auf. Mal zumachen müssen hier in einem Halbdunkeln. So, hier war ja nur der Sicherheitskasten, ne? Ja. Gut, dann kommen wir wieder raus. Ach, wer hätte das gedacht, dass wir jetzt im Direktorenbüro sind, ne? Ach, stimmt ja, hier kommen wir jetzt auch rein. Ach, das ist ein Traum.
Na, da latscht doch bestimmt wieder irgendeiner rum. Oh. Noch mehr Müll. Glasstation. Calvino, was haben Sie mit meinem Konferenzraum angestellt? Ja, das wollte ich Ihnen gerade erklären. Ich sehe nur einen Punkt. Ja, stimmt. Das ist das Kalibrierungssystem für den neuen Touchscreen. Oh ja. Sie müssen es nur einmal starten. Soll es ein Witz sein? Folgen Sie einfach dem Punkt. Wenn er grün wird, berühren Sie ihn. Er sollte... Verdammt, Calvino, ich habe keine Zeit, mit Ihrem hüpfenden Ball zu spielen. Ich rufe Sie zurück. Hans, wir müssen über Annalise Gallegos sprechen. Gallegos, okay. Nicht Gallegos. Okay. Ich mache mal ein bisschen Licht an. Verstärker. Oh ja, das ist cool. Das ist cool. Nicht cool, es ist cool. Verstärker. Der passt auch noch rein. Das ist super. So, hier unten sind keine Schränke sonst soweit. Hier oben sind nur Bücher drin. Was ist da oben noch? Vielleicht ist da was drauf. Nein, hier ist auch nichts. Das ist in Ordnung. Hier ist noch eine Wartungsschleuse. Da gehen wir auch gleich mal rein. So, guten Tag. Hallo, hallo. Oh. Scheint nichts Großes drin rumzurennen. Das ist schon mal sehr angenehm. Hallo. Kiste, Hebelkraft. Ja, haben wir jetzt ja. Haben wir jetzt ja alles. Aber sonst ist hier relativ wenig, ne? Durchbrochene Platine. Hier sind noch 9mm Patronen. Die nehmen wir natürlich mit. Korrigierte Spule nehmen wir auch mit. Aber sonst. Gut. Sonst ist hier nichts. Oh, doch. Kaputtes Festplattenlaufwerk. Zack. Toll. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich bin manchmal so ein Grobmotoriker. Na gut. Drücken. Drücken. Aha. Oh mein Gott. Alter. Schockschwere Not, ey. Alter. Hallo. Abgeschlossen. Gut. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Junge, Junge. Da kommt er tatsächlich hier noch runtergeschissen. Unglaublich. Nein, ich will das nicht. Aus. So. Alter. So. Meine Güte. Halleluja. Boah, das war ja was. Ach so, okay. Ja, gut, 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 gut. Na, jetzt weiß ich wenigstens, wo das ist. Das ist nämlich Dr. Calvinos Werkstatt. Gut. Boah. Das war ja wieder was. Meine Fresse, ey. Boah. Ich bin ja so schreckhaft. Deswegen werden wir wahrscheinlich keine großartigen Horrorspiele normalerweise spielen.
Aber mal sehen. Vielleicht ja doch irgendwann mal. Da sind Blümchen. So, so, so. Eins, okay. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist da noch irgendwas oben drauf? Nein. Hoch, hoch. Ne, ich würde sagen eher nicht so. Da haben wir alles raus. Dann können wir jetzt mal hier die Blümchen mal pflücken. Da können wir auch gleich mal durch. So. Was ist das? Das ist doch was. Schinkentomate. Schinkentomaten sogar. Wie viele? Eine. Eine Schinkentomaten. Okay. So. Hallo. Entriegeln natürlich. Der macht auch einen Radau, der Operator da hinten. Ach ja, weil wir hier durch sind. Okay, gut. Da konnten wir sonst nirgends hin, sonst. So, läuft in der Dauerschleife. Okay. Das ist bruchsicher. Eindämmungszugang. Okay. Ich möchte gerade woanders sein. Hier einfach in der Ecke, mich hier hinhocken und warten, bis das Spiel vorbei ist. So. Das kann ich aber auch nicht machen. Das geht ja noch nicht. Nee. Aber hier waren wir schon. Tja, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht. Ja, wir können da hinten zwar durch, das ist ja richtig. Das werden wir auch gleich machen. Oh, ist der laut. Aber wir müssen doch auch irgendwie da oben noch hinkommen. Oder kommen wir... Ne, von da kommen wir nicht dran. Von da vielleicht... Hallo. Nee, ich bin mal wieder kurz weg. Also laut, die Dinger. Schauen wir mal hier nochmal. Hier kommen wir gar nicht hoch, ne? Kommen wir nirgends oben durch. Oder hier vielleicht. Da auch nicht. Nee. Und hier wird es auch nicht gerade höher. Im Gegenteil, hier wird es eher niedriger. Ja, nee, hier ist sonst nichts. Ich wollte V drücken, nicht C. Ich da vielleicht noch irgendwas drauf? Nee, auch nicht. Okay, gut. Okay. Na, dann wieder zurück. Dann müssen wir jetzt da hinten mal rein. Toll.
nicht da. Hier berühren. Können wir den nochmal scannen vielleicht? Nee, schade. Oh, die sind so ätzend laut, die Dinger. Hallo, Dr. Hughes. Hallo, hallo. Moment, Moment, Moment. Da ist hier noch irgendwas. Hallo, hallo. Plane. Oh, auf den letzten Drücker. Okay, 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 okay. Na gut. Hier ist aber sonst nichts zwischen, überhaupt nichts. Schade. Aber wie kommen wir da oben hoch? Ach ja. Ich vergesse ständig, dass wir eine Glukkanone haben.